Es ist gut, das sofort zu erledigen. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Dran.
Ich kümmere mich. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Ich hatte euch noch nicht so schnell zurückerwartet. Wart ihr schon in den tiefen Wegen? Oh, mein armer Junge. Ich ahnte es wohl, aber... Oh, hätte ich ihn doch nur ein letztes Mal sehen können. Hier, das ist das Meisterstück meines Mannes, sein erster Schild. Ich habe niemanden mehr, für den ich ihn aufbewahren könnte. Ich möchte, dass ihr ihn bekommt. Ihr habt für diese Nachricht viel riskiert. Hat euch schon mal jemand gesagt, wie schön eure Augen sind, meine Liebe? Schmeichelt ihr mir schon wieder? Ermüdet euch dies fruchtlose Gebaren nicht? In Antiva sind die Frauen daran gewöhnt, mit verdientem Lob überschüttet zu werden. Die Männer sollten euch zu Füßen liegen, wenn ihr nur an ihnen vorbeigeht. Finden sie das nicht unsäglich nervtötend? Sie sind Göttinnen, die ihre Untertanen empfangen, wie es euch auch geziemen würde. Was sollte daran nervtötend sein? Ich möchte nicht auf ein Podest gesetzt werden. Aber nichts Geringeres verdient ihr. Ihr solltet von Malern bewundert werden, von Bildhauern nachgebildet, von Poeten verherrlicht.
Ihr müsst doch wissen, dass eure fremdartige Schönheit sogar den Blick des Erbauers selbst auf sich ziehen würde. Nun, ich vermute das. Im Atem des Erbauers. Ihr hattet recht. Damit seid ihr der Gewinner. Danke, Sir. Ich erwarte in Kürze die Begleichung der Schuld. Ich hasse euch alle. Braucht ihr etwas? Mein Sohn oder ich können euch bestimmt weiterhelfen. Es gibt Gerüchte, ein grauer Wächter würde eine neue Armee ausheben. Nicht Loghain, nicht das Bernorn, sondern jemand anderes. Al-Hau sagt, diese neue Armee würde nur noch mehr Chaos stiften, aber niemand hört mehr auf ihn. Ihr wisst nicht zufällig etwas darüber, oder? Hab ich mir gedacht. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen. Was auch immer das bedeutet. Natürlich. Viel Glück euch und euren Freunden. Auf Wiedersehen. Hört auf, Zeit zu verschwenden, Wächter. Ich bin nicht hier, um zu klauen. Ja. Unbedingt. Bleibt in der Stadt des Staubs, Magling. Ihr seid hier oben nicht erwünscht. Eines Tages wird Paragon Brunker zurückkehren. Und an diesem Tag... Bei den Ahnen. Pass doch auf, wo du hintrittst. Oh, verzeih. Ich dachte... Habt ihr mein Mittagessen gesehen? Ein Stück Flechtenbrot mit einer Scheibe altem Käse und getrockneten Fleischfransen? Ich frage nur, weil man ja nie weiß, ob nicht jemand Hunger bekommt. Oh, ich hoffte, es würde euch nicht auffallen, wie den meisten. Vielleicht sind sie aber auch nur höflich. Es gab da vor ein paar Jahren einen kleinen Zwischenfall. Zu lange Kontakt mit purem Lyriumerz. Vielleicht eine schlechte Ader. Ich habe mich geschnitten und der Staub ging direkt ins Blut. Seitdem habe ich leichte Konzentrationsschwächen. Nur beim Schmieden nicht. Dann bin ich voll da. Die beste Arbeit, die ihr je gesehen habt. Nur zu, überzeugt euch selbst. Klar, natürlich sind wir das. Das müsstet ihr doch wissen. Oberflächenzwergen geht's genauso. Nur wir hier unten, wir kommen prima damit zurecht. Nur nicht zu viel, nicht jeden Tag, nicht den Staub einatmen und nicht direkt ins Blut. Das bringt alles Pech, sagen die Ahnen. Genau. Die beste überhaupt, wisst ihr? Ich bearbeite das Erz nämlich selbst.